Ja. Warte, jetzt mach ich Folgendes. So, genau. Jetzt ist die Frage, wie der getrocknete Erde kommt. Da. Na, hallo. Ein Kartentablock habe ich noch. So. Und der Rest ist aus Stein. Ich weiß nicht. Ich muss ja eh erstmal den Boden raushauen. Mal gucken, wie das aussieht. Den Stein kriegen wir wieder. Das ist ja nicht das Problem. Also ausprobieren können wir. Ausprobieren können wir. Das ist überhaupt kein Problem. Na, 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 na. So, das ist jetzt hier der Bruchstein. Ich würde fast sagen, ja, vielleicht den ein oder anderen Carpenter-Block noch platzieren, den ich gerade leider nicht bei habe. Dann Stein drüber und dann hier mit dem Weizen. Wie hier bei dem Erdblock, Weizen drüber, damit da Gras drüber ist. Damit, ja, doch. Und dann auch nochmal den ein oder anderen normalen Block Erde hin. Ja, okay, das mache ich. Das heißt, ich brauche Carp. Carpenterblöcke und Weizenkörner. Das Problem ist aber, ich brauche auch das normale Weizen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Weizen so angepflanzt mit Doppel-PF. Angepflanzt. Pflanzt. Nicht, dass mir da die Tiere abhauen. Das fände ich nicht so schön. Ja, da muss noch ein vernünftiges Sach hin, dann wird auch das richtig schön. Ja, doch, das gefällt mir. Was wollte ich machen? Carpenter-Blöcke. Ach nee, ich wollte erst zum Weizen da hinten. Ah, meine Nase ist schon wieder am Kitzeln, das ist schon wieder. Mensch. So, wie sieht's hier aus? 0%. Hä? Was? Weil ich nicht im selben Chunk bin oder was? Das ist doch doof. Soll ich mir noch ein bisschen getrocknete Erde machen? Ja, warte, ich nehme mal einen Stack Erde mit. Dann mache ich mal einen Stack davon. Jetzt haben wir ja wieder Erde. Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. So. Die Sense bleibt hier. Jetzt die Sense. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch eigentlich irgendwas in den Öfen? Ach, Eisen, super. Carpenter-Blöcke. Carp. Ach, kann ich mir einfach so herstellen? Ja, dann sage ich mal 15. Plopp. Plopp-di-plopp-di-bopp. Bob, der Meister, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Nö, wir schaffen das auf keinen Fall. Auch gute alte Sims 3 Musik. Habe ich hier getrocknete Bruchstein? Habe ich? Bruchstein habe ich ja hier. Das kann ich ja jederzeit umschütteln. Das ist ja nicht das Problem.
Achso, hier ganz schnell eben, ne, und so. Warte, 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 komme ich da jetzt einfach so dran? So. Und zwar, einen halben Stack Erde, ne, würde ich da ganz gerne nehmen. Und auch dementsprechend nur 4 Kohle. Dann haben wir hier noch Basalt. Blasterstein, haben wir noch. Ah, da haben. Ah, okay, da haben wir das. Woraus wir dann die Unterwelt bauen wollen. Das Volk. Digga, das Volk. Volk. Das Volk, Alter. So. Und jetzt. Kartentablöcke habe ich mir noch. Hallo? Habe ich mir noch gemacht. Erde habe ich. Ich würde mal sagen, hier. Ja. Jetzt habe ich keine Weizenkörner mitgenommen. Aber ich konnte ja auch keine. Ich konnte ja auch keine mitnehmen. Hier könnte man das viel machen. Würde dann immer wieder schön wachsen. Okay, ganz kurz. Einfach. Ja, einfach, weil das eine super geile Idee ist gerade. Die Monster habe ich ausgeschaltet, weil wir gerade im Baumodus sind, genau. Also auf Peaceful. Auf, wie sagt man? Friedlich heißt es, ne? Friedlich, genau. Ich hole mir noch mal kurz eine Hacke, Sense, wie heißt das denn? Ja, ganz tolles Kino. Hallo, wo ist denn die? Ja, wie heißt die? Das ist die von Biomes of Plenty. Die will ich gar nicht. Ich will doch die andere. Ich will die Hacke fürs Feld. War die kaputt? Eine neue. Ich dachte, die wäre noch heile. Naja, egal. Aber warte, ich gehe vorher pennen. Dann ist es unten auch ein bisschen heller. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich wache hier immer auf dieser Seite auf. Immer mit dieser Wand. Ich muss mir das mal merken. Dass ich das Bett vielleicht mal an die Wand klatsche. Seitlich gesehen. Irgendwie so. So, mit dieser Hacke kann ich A, hier einmal super lang gehen. Da, guck mal. Da, das geht super. Das wächst ja alles wieder zu. Das macht ja keinen Verlust. Alter, die geht aber super schnell kaputt dadurch. Alter. Oh mein Gott, die geht super schnell kaputt dadurch. Das ist unschön. Durch eine Reihe. Und wir haben... Gut, 10... Ja, 10... Ja, 10 Weizenkörner. Das ist jetzt aber auch nicht die Welt. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, ne? Ich gehe jetzt hier vorne, hier drumrum. Mal so ein bisschen lang. Einfach mit der Hoffnung... Ja, jetzt ist es schon kaputt. Boah, so schnell sind zwei Weizen. Ach, zwei Weizen. Zwei Eisenbarren weg. Für 15 Weizenkörner. Das ist ein teurer Spaß. Also da pflanze ich lieber Weizen an. Das kostet wenigstens kein Eisen. 16, okay. So, jetzt haben wir folgendes. Die Carpenter-Blöcke. Hier, da. So, jetzt einfache Kiste, das dahin. Der wird automatisch ein bisschen dunkler, okay. Oh. Ja gut, das sieht dann von oben... Aha. Da kann ich auch einen normalen Erdblock nehmen. Der wächst dann auch... Okay, ich dachte, das sieht besser aus. Nee, ich muss es leider zugeben, dann nehme ich lieber einen normalen Erdblock. Das ist ja ein Carpenter-Block. Und hier, was machen wir denn hier hin? Was ist Stein lassen? Ich weiß ja nicht. Also Gras drüber machen mit dem Weizen, so wie hier. Also hier ist es eigentlich genau richtig. Von oben sieht es aus, als wäre hier Gras, ein Grasblock. Wo aber nichts wächst. Ja gut, ist egal, kann man drüber hinwegsehen. Aber von unten ist es halt gesehen ein Slab, ein Erdeslab mit Weizen drauf, weil ja.
Jetzt mal angenommen, platziere den hier. Bruchstein drüber. Das hat wiederum was. Von der Seite hat das was. Von der Seite. Das heißt hier für die Wände. Vielleicht irgendwie so als, wie sagt man, als... Wie gesagt, als... Ja, damit es nicht immer dasselbe ist. Aber wir sind ja gerade erstmal beim Boden. Guck mal, da zum Beispiel ist noch getrocknete Erde. Eigentlich total random. Eigentlich echt total random. Ich probiere mal gerade. Getrocknete Erde. Aber ist das Erde getrocknete Erde? Wo habe ich denn getrocknete Erde? Hab ich schon Erde? Ich weiß ja gar nicht. Ich habe getrocknete Erde. So. Ja, dann wirkt, dann, weißt du, dann war da mal so. Da war da mal Hada. So, die getrocknete Erde, warte, mein. Irgendwas klebt. Ja, und jetzt hier einfach mit Stein. Also, warte, hier kommt erstmal wieder das dahin. Was haben wir hier? Block des Zimmermanns, Block des Zimmermanns. Okay, dann würde ich vorschlagen. Das ist normale Erde. Ja, und den Rest mit Stein. Ja. Jetzt haben wir eine Mischung aus normaler Erde, Erde, die Erde bleibt, getrocknete Erde und Stein. Und das hier, das richte ich mir jetzt ein. Also jetzt kommt es hier, diese kleine Einrichtung, klar. Das klingt ein bisschen, weiß ich nicht, over. Man könnte hier... Nee, das wäre zu auffällig. Ah, das wäre... Wäre zu auffällig. Warte mal, ich platziere gerade mal die beiden Fackeln hier. Ja, das fällt dann nämlich, glaube ich, nicht so auf. Ich weiß nicht, dann ab hier oder... Nee, es soll eigentlich relativ klein werden. Weiß nicht, vielleicht mit Slabs. Ja, mit Slabs. Also mit Seitenslabs, mit Hochkant-Slabs. Ich glaube, ich nenne die einfach... Wenn ich das auf Erde platziere, dann gibt es einen Sound, okay. Hier, so. Warum nicht, ne? Du halt nicht hier. Und ich muss... Nee, warte, der kann da ruhig bleiben, aber halt in die Richtung. Nein, das ist falsch. Und auch nicht da. Oh Gott, bin ich doof. Warte, warte, warte. Und dann kommt da eine Tür rein. Auch Carpenter-Tür, ne? Am besten. Ah, ich habe nicht genug Carpenter. Carpenter. Wie macht man die denn nochmal? Tür des Zimmermanns. Ah, hier. Tür des Zimmermanns. Tür des Zimmermanns. Okay. Brauche ich mehr Carpenter-Blöcke für. Oh. Was ist denn jetzt los? Hä? Mach es mir halt selber. Güte hier. Ja, genau so. Ich weiß nicht, versteckt oder eher... Wenn ich da jetzt nehme... Achso, dann muss ich... Yeah. So, dann ist der Hebel. Ah, okay. Genau. Warum ist der hier? Warum?
Nein, der soll weg. Hä? Warum? Warum ist der so ein dummer... Ah, warte, ich weiß warum. Man soll den Hebel nicht sehen können. Auf der Seite ist er jetzt weg. Aber wenn ich es jetzt von der anderen Seite mache... Ja, dann ist er hier weg. Obwohl hier der Raum ist. Ich krieg den da nicht weg. Ich meine, es fällt trotzdem... Ne? Das ist doch doof. Ja gut, aber es geht nicht anders. Ja, wenn das so aussehen würde. Eine Frage. Wie sieht das aus? Nee, das sieht nicht aus. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir das so lassen? Ich meine, das wirkt jetzt halt nicht mehr versteckt. Ja gut, andererseits, wer hat gesagt, dass der Typ schlau war, der da war? Oder die Frau, man weiß es ja nicht. Weil hier würde ich mir dann jetzt ganz gerne... Ja, ein billiges Bett reinstellen. Ein billiges Bett, genau, mit einer billigen Werkbank. Ich gehe mal auf den Ofen. Ich habe keine Wolle. I need wool. I need wool. Ach nee, ich habe... Ach, Quatsch, ich habe doch diese... Warte mal. Luke habe ich noch, okay. Irgendwo habe ich noch ein Bett des Zimmermanns. Ich habe im Haupthaus, also im ersten Haus, habe ich eins in Gebrauch. Das Nyan Cat Bett. Aber Wolle müsste ich hier haben. Aber ich glaube nur eine, oder? Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich wegen der Wolle... Ach nee, ich habe jetzt zur Not eine Schere und hier sind ja auch Schafe. Wuhle, wo haben wir denn Wuhle? Wuhle, Wuhle, Wuhle. Da habe ich Wolle, toll. Ich... Wow. Schere. Edward mit den Shear Hands. Shears Hands? Keine Ahnung, wie heißt das denn im Englischen? Mach mir jetzt eine Schere, leck mich doch am... Galli. Ja, Emma, ich komme. Meine Maus? Moment. So. Hier geht's für mich nicht raus, ne? Nö. Müsste ich eigentlich wissen. Irgendwie wirkt das jetzt hier so leer. Aber ich muss hier noch ein paar Bäume pflanzen. Komm ich von dieser Seite aus? Warte. Ja, genau. Ja. So. Hi! Das hätte ich eh schon lange mal tun müssen. Ja, Emma, ist ja gut. Ja, du kommst auch noch dran. So, haben wir alle? So, wie viel Wolle haben wir jetzt? 31, Digga. Na, durch da, so fett bin ich nicht. So. Nein. Rein da. Dann 3 behalten. Dann Werkbank. Zack. Und zack. Und da. Warte, ich gucke gerade nochmal, ob hier nicht vielleicht noch eins war. Nee, okay. Nee, weil ich dachte nur, dass ich schon wieder blind war.